Hallo, liebe Leute des guten Geschmacks, herzlich willkommen hier zurück zu Spells and Secrets, meinem Spiel 2023 und was soll ich sagen, ich bin immer noch total gehypt. Deswegen werden wir auch weitermachen. Wir haben ja in der letzten Folge viel geschafft mit dem, zweiten Durchlauf müsste das gewesen sein. Und wir haben jetzt hier ordentlich Erfahrungspunkte gesammelt, wir können uns ein bisschen was kaufen. Und ich möchte eigentlich als allererstes mir das Zaubergeschoss Stufe 2 leisten. Das ist das, was ich gerne hätte. Genau. Super. Neue Auszeichnung. Schalte deinen ersten Zauberverbesserung bei einem beliebigen Professor im Hub frei. Haben wir gemacht. Als nächstes würde ich dann gucken, dass wir uns dann wirklich hier noch die Levitation holen. Damit hätten wir dann alle Erstklasserzauber. Das klingt nach einem guten Plan. Und, was können wir bei ihm hier holen? Ach, das war ja stimmt. Ah, ja, alles, was wir nicht kaufen konnten. So, dann gehen wir nochmal in die Minimap rein. Wir haben hier hinten noch einen Schüler, mit dem wir quatschen können. Da können wir uns noch ein bisschen Erfahrungspunkte holen. Das machen wir. Und dann starten wir auch gleich schon wieder den nächsten Durchlauf. Ich habe so Bock drauf. Ich hoffe, ihr habt mittlerweile auch schon mal das Spiel, zumindest die Demo angefangen. Falls nicht, macht das mal. Lohnt sich auf jeden Fall. Ach, guck mal hier. Da ist ja der Professor für animalische Wesen. Sir Lionel Thompson. Hey Rin, du bist wohlauf. Wenn du genug Erfahrung hast, bringe ich dir gerne Zauber aus dem dritten Schuljahr bei. Du kannst sie aber erst lernen, wenn du schon aus dem zweiten Schuljahr kennst. Suche Meisterin Satori an den äußeren Promenade, um sie von ihr zu lernen. Sehr schön. Und oh, 500 Erfahrungspunkte haben wir gleich bekommen. Super. Hier unten ist auch noch jemand. Hey, du musst drin sein. Ein Glück, dass du mich gerettet hast. Hast du schon gehört? Die großen Schachwälder auf dem Schulgelände haben mich schon immer fasziniert. Was wohl passiert, wenn man es schafft, den König mit einer einzigen Figur und nur einen einzigen Zug matt zu setzen? Ja, dann ist man wahrscheinlich schlauer als die Rinnen in der letzten Folge. Ah. Hey Rin, wie geht's? Das Schloss ist wirklich ein spannender Ort, wenn man sich so alleine hindurch bewegt. Psst, ich habe ein Geheimnis für dich. Der Aufsteigenzauber gibt dir nicht nur ein tolles Gefühl von Frechheit, er ist auch im Kampf echt nützlich. Ich bin damit schon vielen Angriffen auf dem Boden ausgewichen und habe mich an Orten bewegt, die ich ohne ihn nie erreicht hätte. So, und damit haben wir ganz, ganz viel Erfahrungspunkte bekommen. Wir sind jetzt bei über 1000. Wir könnten uns jetzt noch den Zauber holen. Levitation, das machen wir auch. Dann haben wir alle Erstklässler-Zauber in unserer Hand. So, da ist es. Levitation. Und damit haben wir wissbegierig. Erlerne alle Erstklässler-Zauberer von Dr. Theodore Opot auf dem zentralen Schulhof. Haben wir alles gemacht? Super. Ah, bin ich begeistert. Okay. Damit hätten wir die zumindest. Und, oh, was möchtest du nochmal? Du bist also weiteren Leuten von dieser Krone begegnet? Es gibt also wirklich mehrere von ihnen. Sie sprachen von ihrem sogenannten Prinzen. Von dem habe ich noch nie gehört, aber das macht es nur noch verdächtiger. Das ist bestimmt ihr Anführer und dem müssen wir das Handwerk legen. Oh Mann, wie spannend! Wenn du weitere von diesen Schurken triffst, finden wir bestimmt noch mehr heraus. Ich muss immer erstmal überlegen, wie ich die gesprochen habe, die Charaktere. Also hier war ja nichts weiter. Das heißt, wir gehen jetzt in den nächsten Run. Run. Bam. Oh, es ist so toll, das Spiel. Es ist so toll, ich wiederhole es. Gerne noch 20.000 Mal. Besiege 3 Gegner mit Hilfe von Kollisionsschaden. Erhalte 250 Gold auf dieser Ebene. Oh. Kollisionsschaden. Dafür müssten wir erstmal unseren Zauberstab zücken. Wahrscheinlich müssten wir dann eher, dass sie irgendwo gegenrennen. Na, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Verzauberte Zwille. Haben wir als Artefakt bekommen. Hier gibt es nichts weiter. Wir gehen durch. Und hier haben wir schon... Falscher Zauber. Ebenenbereich nicht entdeckt. Okay, wahrscheinlich ist hier irgendwo ein Rätsel. Oder? Ja, geh doch mal weg jetzt. Was ist halt los? Fängt ja schon schlecht an. Ich wollte den eigentlich ein bisschen beiseite schuppen, aber irgendwie kam ich nicht mal rein.
Komm mal her. So. Hahaha, du bist ja ein dummes Ding. Okay, aber mit Kollisionsschaden haben wir hier nicht wirklich was geschafft. Ist aber auch nicht so schlimm. Hallo? Wollte ich nicht wegschleudern. Ich wollte dich eigentlich... Danke. Wollte ich entleeren. So, das haben wir. Dann... Was bist du denn für ein Raum? Wieso bist denn du verschlossen? Da hätte ich ja gerne reingegangen, aber gut. Da hinten gibt es einen Slimy. Wir könnten ja mal Levitation. Ach so, schade. Hm. Stimmt, Space war ja Levitation. Oh Gott, ich muss mich immer erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich habe jetzt wieder einige Tage nicht gespielt. Und naja, dann kommt sowas halt. Sind euch unsere Experimente in unserem Schlafraum zu laut? Das ist uns leider echt egal, deswegen eskaliert es direkt nach ganz oben. Sendet eure Beschwerden einfach an noreply@greifenstein.de. Besten Dank, aufrichtigst Emir und Anton Goldbuchs. Fred und George, wer hätte das gedacht? Wo gehen wir lang? Wie geht denn nur geradeaus? Wo gehen wir lang? Wir gehen nach geradeaus natürlich. Oh Gott, ich brauche Kaffee. Oh nein! Ich habe gesagt, ich brauche einen Kaffee. Hier, geht mal miteinander. Kollisionsschaden. Den haben wir schon mal. Und dich würde ich gerne hier mit rein. Ihr bleibt da ruhig. Ist okay. Zack. Super, den haben wir auch. Und was mit dir? Dich. Wir versuchen das jetzt mal. Aber jetzt doch. Ja, wir haben jetzt Kollisionsschaden gemacht. Wir haben ihn mit dem Tisch geboxt. Wir haben es hingekriegt. Okay. Also die Schleimis können wir mit dem Tisch auf jeden Fall auch noch besiegen. Das ist gut zu wissen. Hier ist ein Buch. Untersuchen. Eine Feder, die einem Greifen aus böswilliger Weise entwendet wurde, ist machtlos und verfügt über keine magische Fähigkeiten. Es ist essentiell wichtig, dass der Greif die Feder freiwillig gegeben hat, damit sie ihre Macht entfaltet. Neues Greifenwissen ist immer gut. Oh Gott. Wollen wir es nochmal probieren? So, probieren wir es nochmal. Also, wenn wir den da hin... Das Pferd können wir da nicht hinstellen. Hier und hier. Der Bauer auch. Es muss dieses Pferd sein. Ich stelle ihn jetzt mal dahin. Wir haben es hingekriegt. Schachmatt. Du Eumel. Und 100 Erfahrungspunkte. Echt nur 100 Erfahrungspunkte? Wollt ihr mich denn veralbern? Aber das Buch ist cool. Aber nur 100 Erfahrungspunkte finde ich jetzt ein bisschen wenig dafür. Grummerin. Aber gut. Was soll ich sagen? So, wir haben die Ebene hier fertig. Das heißt, wir gehen jetzt... Also, Entschuldigung, den Ebenenbereich. Und wir gehen jetzt da oben hin. So. Dann gucken wir mal. Was haben wir hier Feines? Ah, das ist ein Gegner. Na. Nein! Geh du erstmal weg und dann komm du Pflanze her. Haben wir ihnen jetzt Schaden zugefügt? Geh doch mal weg, ich will die mit der Pflanze hier. Jetzt haben wir ihn. Ah. Man muss ein bisschen nach, in die Richtung dann ziehen, wo er da hinfliegen soll. Dann... funktioniert jetzt auch wesentlich besser. Weil ich will diese Quests hier noch nebenbei mitmachen. Das ist ganz gut. So, komm mal her. Wir werden mal hier euch beide ein bisschen miteinander bekannt machen. Oder auch nicht. Dann halt nicht. Ja komm, renn gegen das Bett. Und wir haben die Quest jetzt hier fertig mit den... Mit dem, dass wir irgendwo gegendonnern sollen. Das haben wir gut hingekriegt.
So, dann haben wir hier auf jeden Fall noch ganz viel Gold. Und es geht weiter. Haben wir noch irgendwelche Türen hier, die wir öffnen können? Die war von der. Und hier gibt es nichts weiter, oder? Nee. Dann gehen wir mal nach oben. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist ja wieder dieser hässliche Fuchs. Ah. Aber wir haben ihn wenigstens mit dem Schleimbeutel hier weggeschnetzelt. Gar nicht mal so verkehrt die Idee gewesen gerade von mir. Weil die Schleimis sind ja gegen Feuer nicht ganz so resistent. Und sie machen allerdings bei dem anderen Gegner dann den Vergiftungsschaden. Also im Endeffekt war das jetzt gerade eine Win-Win-Situation für uns. Hier können wir die beiden miteinander. Ja, kommt. Ja, aber ist noch nicht tot, der Schleimi. Komm her, jetzt aber. Das haben wir. Gibt es noch Tränke, die wir uns besorgen können? Würde ich jetzt aber gerne noch nicht machen. Dann, was war das jetzt? Was habe ich denn jetzt Geld bekommen? Ist der jetzt hier einfach explodiert? Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Und hier müssten wir wieder die Bilder gerade hängen. Ich habe keine Ahnung. Bei den Rätsel keine Ahnung, was sich wo bewegt. Da ist einfach ausprobieren angesagt. So, wir haben einen Brief gefunden. Meine Liebste, ich freue mich schon darauf, in der großen Pause wieder mit dir hereinzuschleichen. 1000 Küsse. Ach ja, in diesem wunderbaren Raum hier. Pelzfischköder für die Levitation-Artefakt. Bei voller Ladung zähmt Levitation das Ziel, solange es gewirkt hat. Zahme Entitäten sind deine Verbündete. Okay, Freunde, das müssen wir dann auf jeden Fall ausprobieren, weil wir hatten irgendwann mal hier irgendwo gelesen, dass man mit den Zahm-Entitäten, wenn die Verbündete sind, dass die auch irgendwie, dass wir uns in die verwandeln können. So rum. Und deswegen möchte ich das eigentlich gerne mal ausprobieren. Ah, hier ist ein Bosskampf. Möchte ich noch nicht machen. Das ist mir noch nix. So, wir gehen jetzt hier lang. Und werden dann hier lang gehen. Und dann geht's noch da lang. So, die beiden werden wieder miteinander vereint. Dann haben die schon mal Ruhe hier gegeben. Und bei denen würde ich gerne den Tisch hier nehmen. Oh nein! Geh weg, du dummes Vieh. So. Aber mit dem Tisch die treffen ist natürlich auch sehr, sehr cool, dass man da diesen Kollateralschaden machen kann. Nicht Kollateral, Kollisionsschaden. Was erzähle ich denn hier? Lotta Plunder ist neue Schulsprecherin, ne? Das wissen wir doch schon. Das interessiert uns doch noch gar nicht mehr. So, was haben wir hier noch Feines? Hier geht es nirgendwo lang. Wir gehen mal hier durch. Leute, so groß der Bereich. Was ist denn los? Wir haben einen Schüler gerettet. Ich dachte schon, mit mir wäre es aus. Ah, ein Glück, dass du hier bist und mich holst. Wir sehen uns auf den äußeren Promenade. Das tun wir. Schüler gerettet. Sehr gut. Und dann geht's noch hier. Mir fehlt noch Anton Goldfuchs. Wo ist er? Unser Fuchs. Da ist er. Wer hätte das gedacht? So, hier ist noch irgendein Rätsel, wenn ich das jetzt richtig sehe. Oder täuscht sich das? Nee, hat sich getäuscht. Ich dachte, da wären Fragezeichen. Wir können investieren. Wir investieren mal.
Und zwar 10 Stück. So. Und dann geht's erstmal wieder raus. Und wo müssen wir denn jetzt noch hin? Wir haben jetzt noch hier hinten den Bereich. Dann werden wir den auch noch säubern. Und dann schaffen wir es hoffentlich noch, den Bosskampf zu machen. Das wäre noch mein Wunsch in dieser Folge. Dass wir diese Ebene auf jeden Fall hinkriegen. So, wir gehen mal hier lang. Also nach rechts unten. Und dann gucken wir, was uns da blüht. Ein Artefakt blüht uns hier. Wir kriegen Valentinsgeschenk. Zaubergeschoss. Artefakt. Zaubergeschosse lässt jedes getroffene Ziel vorübergehend magnetisch werden. Magnetische Entitäten ziehen sich gegenseitig an. Ach so. Das ist wahrscheinlich das mit den roten Strahlen drumherum. Das ist natürlich auch interessant. Mal ausprobieren. Nee, das ist magnetisch. Okay. Mal gut zu wissen. So, wo müssen wir jetzt hier lang? Da lang. Sieht ein bisschen aus, als ob ich eine Kaperdormütze auf hätte. Fällt mir jetzt gerade mal so mit dem Hahn auf. Vielleicht war das ja so gewollt. So. Wir nehmen mal den Zauber und schieben den mal hier rüber. Bleib mal hier. Ah, ist gut. Das ist super. Und dann nehmen wir dich und ziehen dich hier rein. So. Achso, es hat jetzt nichts gebracht, ja. Warum auch? So. Da war die Pfütze hier zu schnell weg, leider. Wir haben hier wieder Gold gefunden. Und wir justieren mal wieder die schiefen Bilder hier. Da kriegen wir bestimmt auch noch ein bisschen Geld. Die Lacktische hier auseinanderschubsen. Ja, mit dir hier. Kann man nicht irgendwas gegen dich? Da. Oh mein Gott. Ja, Kollateralschaden. Jetzt aber. So, einmal F drücken, damit das Bild wieder gerade hängt. Und dann brauchen wir noch irgendwo das Bild hier. Super, einen Raum wieder bekommen. Und hier könnten wir ja mal probieren. Dachte, man kann den jetzt hier irgendwie reinmachen. Aber gut, naja, dann nicht. Wir haben wieder ganz viel Gold bekommen, aber es reicht nicht für die 250. Da fehlt noch was. Wahrscheinlich müssen wir den herausfordernden Kampf hier noch machen, der nämlich hier auf uns wartet. Und den werden wir gleich machen. Was bist du denn hier? Okay, wir werden erstmal die beiden hier. Dann komm mal her. Oh, das war jetzt aber knapp. Nein! Ich wollte den Tisch noch zwischen uns schnellen. Nächstes Mal renne ich lieber weg. So. Aber wo ist denn jetzt dieser hässliche Geist hingegangen? Der ist weg. Okay. Wir haben... Oh, was bist du denn? Ein Schwert. Blitzableiter. Levitation elektrisiert leblose Ziele, solange es gewirkt wird. Oh mein Gott. Also gut, dass wir Levitation genommen haben jetzt noch. Das sind ja richtig coole Sachen, die jetzt hier noch auf uns zukommen. So, ah, wir hatten dann aber nichts gelesen hier. Ja, was steht denn da noch? Die Feuerklinge, du hast das Rätsel gelöst, also scheinst du Talent zu haben. Du bist aber bist du einzigartig genug, um daraus etwas zu machen? Erkämpfe dir einen Platz in unseren Reihen und finde heraus, was wirklich in dir steckt. Das ist schön. Wir werden uns jetzt mal einen Trank besorgen. Und wir haben den Fiole der Abschirmung. Zerschmettere diesen Trank, um vorübergehend einen sicheren Bereich zu deinen Füßen zu schaffen, der dich und deine Verbündete reflektieren und unverwundbar macht. Reflektierende Entitäten reflektieren eingehende Projektile. Unverwundbare Entitäten können keinen Schaden mehr nehmen. Okay.
Gut zu wissen. Mal gucken, ob wir ihn im Kampf wirklich gebrauchen können. Da bin ich mir jetzt noch nicht ganz so sicher. Wir werden jetzt erstmal zum Endgegner, also nicht Endgegner, zum Boss. Ebenen Boss gehen, so rum. Wie muss ich denn da lang? Ich muss da lang, aber wir könnten... Ja, wir werden erstmal noch vorher Geld investieren. Falls wir nämlich... Ich sag's jetzt mal ganz nett, abkacken werden. Wer weiß, ob ich den Gegner überleben werde. So. Antons Angebot. Wir investieren alles. So. Damit habe ich wenigstens ganz viel Gold in der Tasche. Aber irgendwie fehlen mir hier 11 Münzen. Damit ich zu... damit ich diese Ebene mit Bravour abschließen kann. Ich frage mich, wo die sind. Wahrscheinlich wieder da, wo ich sie nicht finden werde. Was für ein Witz. Ah, guck mal, hier ist noch was. Gibt's hier noch was? Eine Zeitung? Einzigartiges Exemplar über schwarze Magie aus den Archiven von Greifenstein entwendet. Ja. Dreister Diebstahl? Ich glaube ja. Wer hätte das gedacht? Dass auch hier die Problematik mit Diebstahl ist. An dieser wunderbaren Schule. So, hier hatten wir alles, glaube ich. Oh, das war aber gerade ein Brummen von mir. So, hab ich richtig in der Kehle gespürt. So, auf geht's. Mal gucken, wen wir heute kriegen. Wir kriegen auch nicht schon wieder Farin, die Geschickte. Hattest du beim letzten Mal noch nicht genug von meiner elektrisierenden Persönlichkeit? Du kannst die Krone nicht aufhalten. Na, ganz ehrlich, du bist doch ein Witz. Ja. Kriegt sie keinen Kollateralschaden? Na, da. Haha, das ist gut. So, na komm her, Mäuschen. Wir kriegen dich. Sie ist mir zu nah dran. Ich hätte die mal lieber auf Abstand. Zack. Und zack, ey. Und hallo. Nein. Zack. Das ist gut. Und hier nochmal ein bisschen... Ja, die ist recht einfach, wenn man weiß, wie man sie besiegen muss. So, und dann nochmal. Ah. Nein, 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 nein. Huh, gerade so. So, upala, jetzt habe ich mich fast selber damit... abgeschossen. Was ist denn heute los? Also mit dem Kampf, da muss ich mir nochmal üben. So, jetzt aber bumm. Mann, das hätte jetzt aber echt nicht so lange dauern müssen. Schon wieder von einem Erstklässler besiegt. Egal, du kannst die Krone nicht aufhalten. Hm, doch, ich kann sie. Und ich werde. So, wir haben unsere Schildvitalität verloren, aber das ist kein Problem. Immer noch volle Herzen. Und das ist auch gut so. So, Freunde, wir sind wieder in einer neuen Ebene. Und zwar Ebene Klassenräume wieder. Und was sich dann hier hinter dem Artefakt dann verbirgt, beziehungsweise wo wir hier dann lang gehen werden, das, liebe Freunde, das werden wir dann in der nächsten Folge zusammen erleben. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Falls ja, vergesst nicht abonnieren, kommentieren, liken und falls ihr selber Bock habt, das Spiel zu spielen, unten in der Videobeschreibung ist der Steam Store Link da. Kommt ihr dann zur Steam Store Seite, könnt ihr euch das Spiel kaufen. Es gibt es auch für die Switch, für die PS und so weiter und so fort. Da dann einfach bei dem jeweiligen Store dann halt euch eures Vertrauens hinbegeben und es dann kaufen. Oder als digitalen Download, es gibt es wirklich überall. Ja, und wer Bock hat, wie gesagt, weiterzuschauen,
dann nie abonnieren. Mit den Worten gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao.